今日は追いついての勝ち点1を得る形となりました。今日の引き分けをどのように受け止めていらっしゃいますか？Ja, es ist auf jeden Fall ein wertvoller und wichtiger Punkt für uns. Wir haben gegen eine körperlich sehr starke Mannschaft gespielt, die im Grunde jede schnelle Aktion von uns mit Foul unterbunden hat. Und dementsprechend war es für uns sehr schwer, gegen so eine kompakte und aggressive Mannschaft mehr Torchancen zu erspielen. Ich bin mit dem Verlauf des Spiels und mit dem Ergebnis zufrieden.本当に重要で価値のある勝ち点1だというふうに思っています、まあ、コンパクトに立たれてフィジカルの強い相手で自分たちが早くボールを動かしても後ろからファウルで止められてしまうというそういう展開が続きましたけれどもそんな中で1ポイント取れたアウェイ1ポイント取れたということはすごく価値があるというふうに思います。追いついてという形でこう1対1で迎えた後半ですけれども、まあ、初動の位置こう満田選手の位置を変えられたりと策を講じられたかと思うんですけれどもどういったこう狙いがあったんでしょうか？Ja, wir haben insgesamt versucht, in der zweiten Halbzeit noch mehr das fußballerische Geschehen an uns zu reißen, noch schneller zu kombinieren, noch einfacher auch zu spielen, um den Gegner wirklich immer in Bewegung zu halten. Das ist uns auch gut gelungen, aber wie gesagt, wenn eine Mannschaft so kompakt und so tief defensiv steht, dann ist es schwer, viele Torchancen zu erspielen. Wir hatten eine gute Anzahl von Torchancen, wir waren dem Sieg auch sehr nahe, aber es hat nicht ganz gereicht.そうですね、もっと早くボールを動かして、まあ、正確にコンビネーションを使って相手を崩していこうというところを、後半、確認しました。ただあれだけコンパクトに、深い位置で守られた相手に対してチャンスを たくさん作るっていうのも難しかったですし作れたチャンスの中をしっかり決めるっていうのもまず難しかったっていうところはあります。その点セットプレーでしっかりと決めることができたやはりこう練習されてきた場面だったのかなと思うんですがこのあたりいかがでしょうか？Ja, natürlich, das wird auch bei uns immer trainiert, genau wie bei allen anderen Mannschaften auch. Schade, dass vor dem Tor von Scho, dass Ocan seinen Kopfball nicht schon in den Tor untergebracht hat. Das war auch eine hundertprozentige Chance nach einem Standard.そうですね、まあ、他のクラブと同じぐらいやってるとは思うんですけれども、まあ、その中で、一番最初のコーナーキックですね、大橋のところでしっかり、決めれていればっていう、そういう思いは少しあります。ただこれで8戦負けなしです。この強さ、どんなところにありますか？Ja, insbesondere daran, dass wir einen ausgeglichenen und gut besetzten Kader haben. Wir haben leider auch sehr viele verletzte Spieler, ganz besonders verletzte Mittelstürmer. Es ist schade, dass Douglas nicht dabei ist. Es ist schade, dass Pieros nicht dabei ist. Mit einem körperlich robusteren Stürmer hätten wir wahrscheinlich auch heute das Spiel gewinnen. So ist es, ne? 要因の一つとしては、しっかりバックアップのメンバーというかチーム全体が高いレベルにあるっていうのは、が挙げられると思います。もし今日ですね体の大きいストライカードグラスだったりピエロスだったりたちがいたならばもう少し勝ちに近づけたかなというふうに思います。